Was geht, Freunde? Euer Lieblingshund Kiro ist wieder back am Start auf der YouTuber-Insel. Und mir steht's wirklich bis hier, Freunde. Ich habe genug. Und wie ihr sehen könnt, ich habe richtig fett gegrindet, habe mega geile Rüstung gemacht, habe meine XP gerade nochmal aufgefüllt, wollte hier eigentlich eine Silk Touch Spitzhacke haben, hab's aber irgendwie vermasselt. Jetzt habe ich hier eine Effizienz 4, ach, keine Ahnung, die verlose ich oder so. Aber auf jeden Fall dick gegrindet auch. Ich habe keine Ender Chest gerade hier. Ich war auch ganz viel in Entity unterwegs, habe mir viele Schalker-Boxen geholt. Das heißt, ich bin wieder stark. Ich habe sowas von lange jetzt dafür gefarmt und gemacht und getan. Und ich war sauer in der ganzen Zeit. Das dient jetzt nicht irgendwie, dass ich wieder stark bin. Wenn jetzt die Situation ein bisschen anders wäre, wäre ich, glaube ich, einfach von der YouTuber-Insel gequittet und wäre einfach nicht mehr wiedergekommen. Versteht ihr das soweit? Aber heute ist Tag der Abrechnung. Ich werde jetzt gleich mit Mira quatschen. Erstmal fragen, was das Ganze eigentlich soll, warum nur meine Items weggenommen wurden, warum nur ich gekillt wurde an diesem Livestream-Event. Du bist schon süß, Mira. Was? Was? Dadurch meine Items alle verloren gegangen sind und dass Mira meine OP-Sachen weggenommen hat, also meine OP-Items, meine Buffs im Nether und dass ich sozusagen kein Höllenkrieger mehr von diesen Buffs und alles drum und dran her bin, obwohl ich von Herzen natürlich ein Höllenkrieger bin. Ich habe natürlich Giannis und Sio habe ich geholfen, alles drum und dran, dachte aber, es dient einen höheren Zweck. Und dann war ja wirklich noch die Höhe, dass Tridan hergekommen ist mit Zitashi und den anderen Kristallkrümelkriegern da und haben einfach meine Sachen geklaut und Tridan hat mich dann noch herausgefordert, um mich zu killen und hat mich dann wieder bloßgestellt und gemobbt, weil ich Eisenrüstung hatte. Ich habe in Timmys Video schon angedroht gehabt, dass ich Tobi seine Kanone benutzen werde dafür, dass es richtig krass losgehen wird, ja. Und wenn die platzen, dann ist hier Armageddon auf der YouTuber-Insel, vertrau mir. Ehrlich, ich nehme da gar keine Rücksicht mehr. Ich spreng alles, ich klau alles, mir ist dann alles egal. Ich glaub dir irgendwie nicht. Bis jetzt machst du den Bro, ich lerne irgendwie Tobis Maschine, weil damit kann man eine Nuke zünden, die komplette Insel vernichten kann. Ich studiere diese Maschine, dann ist Bye-Bye Insel. Es wird richtig, richtig eklig. Also ich werde Tobis Kanone benutzen und den Kristallkrieger mal ein Exempel statuieren, was es eigentlich bedeutet, sich mit Kiro anzulegen. Ganz einfach. So. Ich hoffe, Mira ist jetzt dann hier gleich da. Ich werde sie wieder rufen. Bei Timmy hat das ja schon geklappt. Also rufe ich jetzt Mira. Mira, Mira, Schattauer, Mira. Erhöre mich. Der Höllenlord spricht zu dir. Was machst du da für Geräusche? Ja, erstmal schön, dass du da bist. Und diese Geräusche sind die Lockrufe, die ich auch schon benutzt habe, als du im Ei warst, als das Ei noch nicht offen war. Ja, ich habe ein paar Fragen. Fragen hast du? Dann stell sie doch einfach. Ja, also zum einen, wieso entnimmst du mir meine Kraft, meine OP-Items, meinen Buff im Nether? Wieso? Das ist das Prinzip deiner Macht. Erinnere dich daran, dann weißt du selber. Ja, es hat was mit Familie zu tun und das ist gerade ein bisschen kritisch, aber da muss man mich doch nicht gleich komplett niedermachen. Und das Zweite, was ich wissen wollte... Wieso war ich der Einzige, obwohl alle anderen auch komische Sprüche gedroppt haben, dass ich gekillt wurde im Livestream? Wieso nur ich? Ich wollte einen Tempel statuieren. Allerdings scheint das nicht gereicht zu haben. Wieso? Was redest du schon wieder? Ich hab dich respektiert, ich hab dich als meine Meisterin angesehen, aber was soll das immer? Warum hasst du mich so sehr? Ich hasse dich nicht. Ich kann keinen Hass empfinden. Und was soll das dann die ganze Zeit? Mir reicht's nämlich. Ich bin von unten nach oben, habe ich mich wieder hochgekrabbelt hier mit meinen Items. Neu gefarmt alles. Und das ist alles deine Schuld gewesen. Dann mach weiter damit, bis du wieder ganz oben einkommst. Wow, das hilft mir jetzt wirklich gar nicht. Ich habe echt gedacht, du bist auf meiner Seite. Aber ich wurde davon schon mal enttäuscht wegen Tobi. Ah, sie ist weg. Oh Mann, man kriegt hier auch nicht mehr von Mira irgendwie richtige, vernünftige Antworten, Mann. Ey, wirklich, es reicht jetzt. Ich gehe jetzt zu der Maschine von Tobi. Ich halte das nicht mehr aus. Ja, lass mich hier raus. Dämliches Ei. Meine Güte, ey, Freunde, wirklich. Mir reicht es endgültig. Ich will jetzt einfach endlich meine Rache haben. Ich werde die komplette YouTuber-Insel zerstören, wenn es sein muss. Mir reicht es langsam.
Alle stellen mich hin, als wäre ich ein Clown. Man kann mich nicht ernst nehmen, alles drum und dran. Pipapo, okay, verstehe ich. Ich habe mal ein paar Witze gemacht. Ich bin so sauer einfach. Oh, ich habe mir irgendwo die Koordinaten aufgeschrieben, beziehungsweise habe ich sie hier irgendwo abgespeichert. Ich muss gleich mal schauen, weil irgendwie werden sie gerade mir nicht angezeigt. Moment mal. Ich glaube, ich kann die jetzt auch mittlerweile zeigen. Ist mir sowas von egal. Wer diese Kanone findet. Tobi hat sie mir anvertraut, jetzt benutze ich sie halt einfach gegen die Kristallkrieger, ja, ganz einfach. Vielleicht sehen mich dann die Holzköpfe, ja, okay, Entschuldigung, nicht Holzköpfe, die ehrenwerten Höllenkrieger, die neuen Höllenlords, Snoopy und Steinchen auch endlich mal an. Hier, guck mal da, hier dieses Gedöns, ich kann doch diesen ganzen Hokuspokus hier nicht. Da sind irgendwie die Koordinaten und bla, und hier muss man das einstellen und hinladen oder alles drum und dran. Ich habe mir diese Excel-Tabelle, die mir Tobi mal geschickt hat, wie das Ganze hier funktioniert, aufgeschrieben. Ich muss hier die Koordinaten irgendwie rausnehmen. Die Koordinaten von der Kristallkrieger-Base habe ich ja. Die ist ungefähr bei 500 und 1000. Bedeutet, da ist der Kristall. Ich werde diesen Kristall sowas von komplett wegsprengen. Jetzt muss ich aber mir kurz diese Excel-Tabelle nochmal anschauen, wie genau das funktioniert. Ich mache jetzt hier einfach mal ganz kurz einen Cut. Ganz einfach. So, hier ist jetzt alles Nötige drin. Einstellung laden. Dann fährt das jetzt hier wohl so los und so. Okay, das hat jetzt wohl geklappt. Und wenn ich jetzt hier auf Feuern drücke, dann war's das erstmal mit der Kristallkrieger-Base. Denn ich habe wirklich genug Freunde. Ich hab's wirklich so satt, die ganze Zeit rumgeschubst zu werden. Ich werde nicht respektiert. Ich werde von anderen die ganze Zeit ausgelacht. Nicht mal Mira kann mir helfen. Mira nimmt mir alles weg. Guck mal, ich habe jetzt 2 Tage oder 3 Tage kein YouTuber-Insel-Video bringen können, weil ich mit Farmen beschäftigt war. Was hätte ich euch denn sonst zeigen sollen? Ich habe Eisenrüstung. Wow, wirklich ganz toll, ganz toll. Deswegen, mir reicht es jetzt. Warte mal, Chunks laden. Das ist, glaube ich, jetzt hier alles an. So, und jetzt, mir reicht es einfach komplett. Hier, Feuer, bam, zack. Und es geht los. Die Kristallgeber-Base ist jetzt einfach Geschichte. Aber ich muss mir natürlich sicher gehen, ob das wirklich funktioniert hat, weil ich bin nicht das Genie hinter dieser Maschine, das ist Tobi, ja. Und vielleicht, wenn das noch nicht reicht, mache ich halt noch mehr kaputt. Aber ich muss jetzt erstmal gucken, ob das hier wirklich so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Moment, oh, ich darf nicht in die Lava fallen. Ich habe nämlich hier keine Buffs mehr. Wegen wen wohl? Wegen Mira, Alter. Wirklich, mir steht's bis hier, Freunde. Ich glaube, es tut mir wirklich sehr leid, dass ich hier die ganze Folge so ein bisschen nur am Upragen bin, aber ich habe keine Geduld mehr. Ich habe den Leuten geholfen, ich habe Kianis die Rüstung wieder zurückgebracht, ich habe versucht, Sue zu helfen, ich habe alles gemacht, ich habe mich zurückgehalten in den Kämpfen ständig, ich habe es belächelt, wenn man mich angegriffen hat. Ich habe wirklich noch nie wirklich hier auf Ernst gemacht, so. Ich habe sehr viel rumgetreut. Selbst bei dem Diss-Track gegen Kianis und so. Ich habe das nicht so richtig komplett ernst gemacht. Ich habe das immer mit einem Grinsen im Gesicht gemacht, so. Aber irgendwann reicht es einfach komplett. Und ich bin an so einen Punkt rangekommen, dass selbst jetzt der neue böse Admin einfach mich nicht mal respektieren kann. Freunde, im Chat geht das auch hier direkt ab. Kiro, du Ehrenloser. Ich so, okay, es hat also anscheinend wirklich geklappt, jetzt zu reagieren. Kannst schön wieder aufbauen. Komm mal bitte her, schreibt Tobi. Ich glaube, es hat geklappt, aber was hat Tobi damit schon wieder zu tun? Warum ist Tobi jetzt bei denen? Bro, warte mal. Jawohl, es hat geklappt, Alter. Genau, was ich erwartet habe, Alter. Hä, was denn hier passiert? Was geht denn hier ab? Wie, was geht denn hier ab? Ja, Bro, was passiert hier? Bro, Kiro! Was ist hier nur passiert, was denn? Kiro, hä? Was diesmal aber wirklich. Ja. Bro, was war ich? Denkt ihr, ich war du das? Du bist der Einzige, der weiß. Natürlich, du bist der... Ah! Bro, was ist dir nur passiert, Kiro? Sei mir ehrlich, Bro. Also, ja, keine Ahnung. Sieht aus, als hätte Urs sich schon wieder verdrückt oder so. Ja, Wir schreiben, komm mal bitte her. Und woher wusstest du das, wo wir sind? Woher wusstest du das? Hey, ich hab doch vorher das mitbekommen, wo ihr hin seid. Ja, weil du es gesprengt hast. Ja, ich hab mitbekommen, wie Tobi da hin ist, Alter. Warum machst du das? Okay, dann sag mir, wann ist Tobi hergekommen? Um Viertel nach fünf, und ich habe mit wem ist er hier gekommen? Mit mir oder mit Lukas? Mit Lukas. Das ist ein Digga, da haben wir ihn. Bro, nice. Ey!
Okay, Freunde, es hat einfach geklappt. Guckt es euch an. Warum? Ich hab keine NRP. Okay, okay. Was haben wir dir jemals getan? Okay, ich kann es euch sagen, warum ich das getan habe. Wegen eurem Verhalten, dass ihr meine Items klauen müsst, dass Trainer mich runtermacht, weil ich Eisenrüstung hatte, Alter. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid, Mann? Geh mal wieder da runter, Junge. Ey, warte. Kiro, ist das dein Ernst gerade? Ja, richtig. Ich schenk dir mein Vertrauen, das machst du damit? Sind wir Zwieder? Alter. Ja, was Kiro? Denn? Was denn? Du hast doch immer gesagt von großen Dingen, dass wir endlich mal große Dinge machen müssen. Ey, geh mal jetzt da wieder in dein Wasser, Alter. Oh, aber nicht so random. Ey, ich hab dir vertraut. Ja, das ist nicht random, das war geplant, Alter. Ich bin überhaupt stolz auf mich, dass ich geschnallt hab, wie es funktioniert, Mann. Guck mich an. Ich hab vom Besten gelernt, sag ich dir ehrlich. Mein Gott, Digga. Ich sag dir ganz ehrlich, entweder du baust das jetzt alles wieder auf oder wir töten dich jetzt. Ja, okay, ich baue es auf. Spaß, Junge! Was? Wir können Crystals benutzen? Ist ja egal, Bro. Achso, ja, okay, dann sprengt eure Base noch weiter. Komm, mach! Ja, wie? Die ist eh schon zerstört. Nichts! Und mit dem Nichts bin ich immer noch besser als du, richtig! Tobi, jetzt hilf mir doch mal! Nein, Bro, warum soll ich dir helfen? Weil wir Höllenkrieger sind! Du hast mein Vertrauen komplett ausgenutzt, Mann! Was denn? Was für, Digga? Du wolltest doch immer ein Zeichen setzen! Jetzt habe ich es endlich mal gemacht und es passt auch nicht. Ey, mein Gott. Also, ist das jetzt dein Ernst? Willst du mir nicht helfen? Ja, wie soll ich? Nein. Du hast komplett mein Vertrauen ausgenommen. Nein, ich helfe dir nicht. Ey, irgendwann reicht halt auch wirklich. Ich komme hier nicht rüber, Mann. Das habt ihr alles Tridan zu verdanken, will ich nur mal so gesagt haben. Halt dich Tridan, Bro. Nein! Ja, das ist mir egal, wie ihr heißt. Ihr seid alle eine Einheit. Oder so, wenn du dich an ihm rächen willst, aber nicht komplett. Das ist langweilig, das ist ja schon passiert, das hat ja schon so viel gemacht. Dann auch eine Einheit. Dann werden auch die anderen Höllenkrieger darunter leiden. Ja, dann geh doch auf Tobi, komm. Tobi, der ist nicht gut. Wieso nicht? Er ist ein Höllenkrieger. Er wird dir helfen, wenn er wirklich gut wollt hätte. Ja, mich lässt sowieso gerade jeder in Stich. Mich lässt sowieso jeder in Stich aktuell. Also, ja, so wie du dich momentan verhältst. Was für momentan? Mir hat mir erstmal alles weggenommen. Dann Snoopy und Steinchen fallen mir in den Rücken. Und dann Snoopy nochmal, nachdem ich ihm geholfen habe. Und dann meinen die Crystal-Krieger. Ja, damit seid ihr alle gemeint, nicht nur Tridan. Klaut dann meine Items, macht mich richtig schwach. Ich habe komplette 2 Tage verschwendet. Ah doch, ich habe deine Gold-Item, die kannst du gerne wieder haben. Aber du hättest auch einfach fragen müssen. Ja, Fragen. Mit euch kann man eh nicht reden. Achso, ja, mit uns. Also, ich hab die schlechteste Erfahrung, mit euch zu reden. Da kann man mit einem Schattenloser noch eher reden, Alter. Bro, ich hab doch immer mit dir geredet. Naja, was ist das denn? Ja. Das sind Argumente des Todes. Bro, warum klaut ihr meine Items? Wozu? Und da macht mich Tretan auch noch nieder. Holt meinen Kopf, Alter. Bro, doch. Jetzt reicht jetzt irgendwann. Ich werd immer belächelt und dich ernst genommen. Jetzt reicht's mal, Alter. Ja, das soll jetzt was ändern. Jetzt wirst du nur noch von jedem fertig gemacht. Ja, cool, Alter. Sehr gerne, Alter. Ich werd eh grad schon von jedem in Stich gelassen und fertig gemacht. Ja, ich bin der Loser, genau. Ich bin ein Loser. Nein, ich freue mich. Ja, Mann, ey. Ich geh jetzt. Der hat mich zweimal ausgesetzt. Du gehst hier nicht, Digga. Ich geh jetzt, Alter. Lauf einfach. Er hat so viel gesagt, den Oh, mein Gott. Ey. So, Freunde, Sie wissen es jetzt, aber dass Tobi so jetzt nicht reagiert, mein Gott, okay, sein Vertrauen ausgenutzt, aber ich habe jetzt keine Lust mehr, nach irgendwen seine Pfeife zu tanzen, Alter. Ich habe wirklich, wirklich einfach die Schnauze voll, der Clown von irgendjemandem zu sein oder was auch immer, Alter. Es reicht komplett, sollen die da rumheulen, Alter, wegen ihrer komischen Base da. Ist mir doch egal, ich mache mal jetzt hier, warte mal, Shader aus, ist voll dunkel hier. Ist mir sowas von egal, guckt euch das mal an, der Kristall komplett weggebombt. Einfach komplett weggebombt, Alter, das ist perfekt. Aber meine Sachen sind schon relativ kaputt gegangen jetzt, Alter. Das war richtig close, deswegen bin ich auch abgehauen, Alter. Die gehen da zu zweit auf mich los. Und Tobi macht da einfach nichts, Alter. Hier geht's nach Hause. Ich hab's extra markiert mit daheim. Ey, Freunde, ihr könnt jetzt auch in den Kommentaren schreiben, keine Ahnung, ehrenlos, dies, das oder so, keine Ahnung. Ey, wirklich, ich hab die Schnauze voll. Keiner hat mich mehr ernst genommen, nichts mehr. Vielleicht ist das jetzt mal die Sache. So, jetzt, ey, warte mal, pass auf. Ich sag euch ehrlich, ich kann gerne noch mehr springen. So.
Weil so nicht, so nicht, Digga, so nicht. So nicht, Alter. Moment, wo sind meine Raketen? Hier Fleisch, Moment. So. Weiter geht's. Ich geh jetzt meine Rüstung im End noch reparieren, Alter. Das war's dann mit dir. Bro, wirklich, wirklich große Sprüche. Mach, mach, schreibt Sitashi. Werdet mal lieber freundlicher und legt meine Sachen irgendwo ab und ich hole sie dann. Du zerstörst Arbeit und Mühe, welches nichts mit den persönlichen Konflikten zu tun hat. Ja, ist mir doch egal. Deren dämlicher Kristall da, Alter. Ist mir doch einfach sowas von egal. Wo fliege ich gerade hin, Digga? Ich bin in Sand. Es ist mir so egal. Und rechtfertigst es mit Ungerechtigkeit, die dir angetan wurde. Ja, Bro, weil das halt so funktioniert. Bro, mir reicht's einfach komplett. Ich mache jetzt mal kurz einen Cut, weil ich will nicht sehen, dass die anderen wissen, wo die Enderfarm ist. Deswegen sehen wir uns gleich einfach bei der Endfarm. Lukas schreibt gerade noch, in welcher Welt leben wir, dass so der Sinn des Lebens ist. So, er soll mal lieber über den Sinn des Lebens mal anders nachdenken. So, ich mache jetzt kurz einen Cut. So, hier haben wir die Enderman-Farm und ich fahre mich jetzt einfach mal ganz kurz hier hoch. Guckt euch mal bei den Rüstung hat einfach komplett kaputt fast, Alter. Ey, Mira, falls du das gesehen hast und mich hört kannst, ich hoffe, das hat dir gefallen. Es ist das, was du wolltest. Ah, ey, wirklich, ich bin am Ende. Ich bin am Ende. Ich werde jetzt auch mit Snoopy und Steinchen quatschen dann, weil ich bringe das Video dann. Und morgen werde ich dann mit denen quatschen und denen das Video zeigen, Alter. Oder falls sie es dann selber schon nicht gesehen haben. Und sagen dann, so, und was jetzt? Was habt ihr gemacht? Ihr habt Sio ausgenutzt, um irgendwelche billigen Statuen zu bauen. So, guck mal, was für große Dinge ich vollbracht habe. Ich baue auf, was du zerstört hast, dann denke ich nach, warum jemand so egozentrisch handelt. Sag das Tridan. So, ganz einfach. Ja, er hat doch hier die Enderman-Farm und so alles kaputt gemacht, Digga. Er hat mit seinen komischen, egozentrischen, egoistischen Zügen angefangen, Digga. Nicht ich. Ich mache jetzt mittlerweile nur noch Reaktion, Aktion, Alter. Ich habe nämlich keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr, mich rumschubsen zu lassen. Ich habe keine Lust mehr, nicht mehr ernst genommen zu werden. Schreibt jetzt hier, ich habe wenigstens Leute, denen ich sowas sagen kann. Du hast jetzt niemanden mehr. Ich komm alleine eh besser zurecht. So, ganz einfach. Aber was der nicht checkt, ist, dass ich trotzdem zu Snoopy und Alphasteinchen gehe. Ich will, dass wir wieder die Höllenkrieger sind, dass wir wieder eine Bande sind. Timmy und ich sind sowieso beste Freunde. Das heißt, wir sind ein starker Bund. Wir haben einen starken Bund miteinander. Wir sind eh nicht mehr wegzudenken. Wenn man an Höllenlord denkt, dann denkt man an Timmy und an Kiro, Alter. Ganz einfach. So, Freunde, schreibt ruhig mal gerne in die Kommentare, was ich sonst noch sprengen kann, weil viele, viele, viele von euch haben sich das ja todes gewünscht, dass ich die Kristallkriegerbase einfach komplett wegsprenge. Und Freunde, ich habe es endlich getan. Deswegen an die ganzen Leute, die es so lange sich schon gewünscht haben, dass ich das mache, hoffe ich, dass ihr einen fetten Like und einen Kommentar da lasst, wenn ihr auf jeden Fall auf der Seite wart, dass ich die Kristallkrieger-Base wegsprengen sollte. Und ich muss morgen mit Snoopy und Steinchen reden und denen das zeigen, was ich da veranstaltet habe. Und dann werden wir schon auf einen gemeinsamen Nenner kommen, weil so geht das nicht mehr weiter. Wir brauchen wieder den Höllenkriegerbund, der uns einst so stark gemacht hat. Und dann kriege ich bestimmt auch wieder mein Item endlich wieder, weil freundlich sein hat sich nicht belohnt und hat nichts gebracht. Also ist böse Taten machen das Einzige, was Mira begeistert und was mich und die Höllenkrieger wieder zueinander führt. Deswegen lasst ein Like da, abonniert und haut die Glocke endlich mal kaputt.